Coole an den European Championships in München wird, dass es eben eine mega, mega coole Kulisse hier ist. Das hat man nirgendwo anders, dass es so viele Sportarten auf einem Haufen sind. Ja, und einfach das ganze Ambiente hier und die Stimmung, die wird einmalig sein. Ich finde das Prinzip European Championships generell einfach gut, weil diese Großveranstaltungen insgesamt mehr Leute für den Sport begeistern, jetzt egal für welchen Sport. Und dann natürlich vor dem Heimpublikum auch noch abzuliefern, ist, glaube ich, das Beste, was es für einen Sportler gibt. Ich bin jetzt so lange in dem Sport, dass es einfach mein Ziel sein muss, dort eine Medaille zu holen. Und ich glaube, das wäre der absolute Wahnsinn hier vor heimischem Publikum. Christina Hering, 800 Meter. Außen ist die längste ohnehin im Feld mit ihren 1,85. Christina Hering, die deutsche Meisterin des letzten Jahres. Antje Kohlberg, und dann muss man sich positionieren. Christina Hering, die kann das jetzt schon mit 2-3 Metern Vorsprung. Was macht Jana, was macht Kohlberg? Auf der Innenbahn will sie jetzt da durchgehen. Also ich bin 800 Meter Läuferin, das sind zwei Runden im Stadion. Die 800 sind oft sehr taktisch geprägt und es gibt dann auch wirklich sehr unterschiedliche Angangszeiten, entweder sehr schnell oder manchmal eben auch taktisch, dass man dann bewusst die erste Runde sehr langsam läuft und dann wird eben alles auf der Zielgerade entschieden. Es fühlt sich auch für mich, obwohl ich jetzt wirklich schon sehr lange diese Disziplin mache und auch sehr viel dafür trainiere, auch immer so an, als ob ich eigentlich schon bei 600 Metern nicht mehr kann. Und dann muss man halt noch mal 200 Meter laufen. Also ich glaube, Willensstärke ist das Wichtigste. Ich stehe wirklich spiel mit der Geschwindigkeit. Fertig werden, auf die Plätze. Also tatsächlich war ich immer schon sehr bewegungsaffin, also war als Kind schon immer total auf Trab und habe in der Wohnung rumgetanzt und ich glaube, meine Mama hat dann auch schnell gemerkt, dass ich da irgendwie einen Ausgleich brauche, auch zur Schule. Und dann bin ich am Anfang der 4. Klasse, habe ich einfach mal im Leichtathletikverein vorbeigeschaut und das fand ich dann richtig cool, es hat richtig Spaß gemacht. Da hat sich dann irgendwie schon herauskristallisiert, dass jetzt zum Beispiel der Wurf eher nicht so meine Stärke war. Also da habe ich es gerade mal so geschafft, die geforderte Weite zu schaffen. Aber im Lauf fiel mir das immer sehr einfach. Und genau, dann bin ich tatsächlich schon relativ früh auch die 800 Meter gelaufen, weil das ist dann natürlich in der Altersklasse auch die längste Strecke, die dann gelaufen wird. Und habe tatsächlich auch noch Hochsprung gemacht. Aber irgendwie hat es mir dann doch das Laufen auch angetan und so habe ich mich dann darauf spezialisiert. Als ich dann 2015 bei den Deutschen Meisterschaften es tatsächlich geschafft habe, unter 2 Minuten zu laufen, das war natürlich schon auch einfach ein richtig emotionaler und magischer Moment, weil ich einfach auch wusste, okay, jetzt habe ich wirklich noch mal ein ganz neues Niveau erreicht. Und das ist auch tatsächlich das, was mich immer noch tagtäglich antreibt, dass ich halt wieder diese Zeiten unter 2 Minuten laufen kann. Und ich eben auch glaube, ich bin ja auch letztes Jahr noch mal Bestleistung gelaufen und ich bin der Überzeugung, dass es immer noch nicht mein Bestmögliches ist. Und genau, deswegen möchte ich auch weiter dafür kämpfen und dann eine noch bessere Zeit laufen. Das hat sich gut angefühlt, also Bedingungen waren gut, kein Wind. Wenn es so am Samstag ist, dann passt. Das denke ich auch. Jetzt machst du morgen Tag Pause, dann fährst du dahin, bereitest dich am Freitag auf den Wettkampf ordentlich vor und am Samstag zeigst du ein gutes Rennen. Also seit März, die Zeit war natürlich schon ein reines Gefühlschaos. Ich glaube, wir wurden alle irgendwie ins kalte Wasser geworfen. Niemand hätte sich so eine Situation vorstellen können. Als dann die Olympischen Spiele verschoben wurden und kurze Zeit später auch die Europameisterschaften abgesagt wurden, war natürlich klar, dass dieses Jahr
ganz anders ablaufen wird, als wir das alle geplant hatten. Und jetzt sind einfach statt den Olympischen Spielen jetzt, glaube ich, die deutschen Meisterschaften einfach das höchste Ziel, was man dieses Jahr haben kann. Und ja, ich möchte auf jeden Fall gewinnen. Der Ring hält wieder dagegen. Also sie wird so ein bisschen gepikst, die Lange da vorne. Immer noch Christina Hering von vorne weg, aber dahinter kommt dann auch nichts viel mehr. Und Christina Hering gewinnt den 2:01:63. Die deutschen Meisterschaften waren auf jeden Fall sehr herausfordernd. Temperaturen von 36 Grad und natürlich auch ganz besondere Bedingungen. Aber ich bin natürlich total stolz, dass ich jetzt wirklich meinen 5. Titel in Folge holen konnte und auch noch in so einer schnellen Zeit. Also es war auf jeden Fall herausfordernd, aber jetzt bin ich umso glücklicher, dass ich das geschafft habe. Felix die Mutter, Turnen. Kunstturnen, denke ich mal, sagt vielen was von Fabian Hambüchen. Genau das mache ich jetzt mittlerweile seit 18 Jahren ungefähr. Ja, beim Kunstturnen geht es um Eleganz, geht es um Akrobatik. Genau das ist meine Leidenschaft und das ist mein Beruf. Im Grunde ist es aufgebaut, es gibt immer ein Sprunggerät, dann ein Stützgerät und dann ein Hanggerät. Eben Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprungbahn und Leck. Mir liegen besonders die Sprunggeräte. Ich bin ein eher sprunggewaltiger Typ. Dafür kann ich überhaupt nicht Pauschenpferd turnen, was ich leider auch schon mehrere Male unter Beweis gestellt habe. Aber im Endeffekt müssen wir alles können und dementsprechend versuche ich alles ungefähr gleich zu trainieren, auch wenn mir manches Gerät mal nicht so viel Spaß macht. Ja, ich glaube, die erste war ein bisschen hoch, so gedreht. Ja, ja, die anderthalb war ein bisschen drüber. Man muss den Absprung ein bisschen besser einteilen. Wir trainieren zweimal am Tag. Jede Trainingseinheit ist so roundabout 3 Stunden lang. Besteht eigentlich immer aus so einer 15 Minuten Erwärmungsphase. 15 Minuten Beweglichkeit, Spagate, Schulterbeweglichkeit. Eine halbe Stunde Vorbereitungstraining im Bereich Sauberkeit, Kraft und dann geht's an die Geräte. Da musst du ein bisschen länger warten noch unten. Die restliche Zeit wird eigentlich an den Geräten trainiert. Je nachdem, wo gerade der Schwerpunkt liegt, ob man eher neue Sachen ausprobiert oder versucht, seine Übung zu turnen. Im zweiten Training dann eigentlich dasselbe nochmal und das 6-mal die Woche. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich ein bisschen früher löse so und so reindrehe, dass ich den sicherer an die Stange bekomme, als wenn ich erst. Ja, das stimmt, stimmt. Nur dadurch hast du die Auslenkung. Ja. Ja. Mehr in Kovac reingehen? Ja, genau. Mehr in den Salto. Steigen lassen, Stange sehen und erst dann drehen. Okay, dann mache ich gleich mal noch einen. Ja, genau. Zuerst mal. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo du drehst. Das ist ein bisschen zu früh. Ich habe seitdem ich 12 bin oder wahrscheinlich noch länger. Noch nie ein Training ausfallen lassen, weil ich irgendwie keine Lust hatte. Dafür bin ich einfach zu ehrgeizig, zu motiviert und hätte wahrscheinlich auch ein sehr schlechtes Gewissen, weil ich muss ja auch irgendwie vor meinem Trainer verantworten und vor mir selber. Und ich glaube, das könnte ich nicht. Die Motivation dafür nehme ich daher, dass ich den Sport einfach unglaublich liebe, dass ich meinen Traum verwirklichen kann, eventuell mal zu Olympia zu gehen, Weltmeisterschaften zu turnen, Europameisterschaften zu turnen. Und ich glaube, wenn man solche Ziele hat, dann ist man immer motiviert, wenn man weiß, durch hartes Training kann man das auch erreichen.
Gudrun Stock, Bahnradsport Mannschaftsverfolgung. Also Freundinnen fragen wir immer so, ey Gudi, du kannst doch gut Fahrrad fahren, lass mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren. Ich so, nee, also ich trainiere immer schon auf meinem Fahrrad, dann muss ich dann nicht auch noch mit dem Fahrrad zum See fahren. Dann nehme ich dann doch die Inliner, oder also eigentlich das Auto. Inliner ist ein Gerücht, also ich nehme das Auto. Ja. Also im Training fahre ich im Jahr ca. 20.000 Kilometer. Das variiert natürlich, in welchem Jahr ich mich halt gerade befinde, ob ich mehr Bahn fahre in dem Jahr oder mehr Straße fahre. Aber ich würde sagen, also im Schnitt sind 20.000. Also ich habe früher ganz viele Sportarten gemacht mit meinen Brüdern zusammen. Wir haben eigentlich immer alles zusammen gemacht. Und einer von denen ist auch Fahrrad gefahren. Und dann sind wir auch zusammen in den Verein gegangen. Da waren wir noch bei Furice Dachau gewesen. Und in der Jugend, da fährt man halt beides, also Straße und Bahn, bis man zu den Frauen hochkommt. Und als ich dann zu den Frauen hochgekommen bin, habe ich mich halt für die Bahn entschieden. Oder der Bundestrainer hat sich für die Bahn entschieden, sagen wir mal so. Ja. Meine Spezialdisziplin ist die Mannschaftsverfolgung. Das heißt, wir fahren zu viert 4000 Meter. Hintereinander im Windschatten und wechseln uns ab in der Führung. Also wenn man in der Führung war, geht man praktisch hoch in der Kurve und ordnet sich hinten wieder ein. Und dann geht es halt darum, so schnell wie möglich die 4000 Meter hinter sich zu kriegen und drei müssen ins Ziel kommen. Also einen kann man unterwegs verlieren sozusagen. Also klar, wo ich hochgekommen bin, war ich jetzt noch nicht, war ich klar nicht Weltspitze, aber ich war schon immer so im ersten Vierer mit dabei. Aber damals war unser Vierer auch keine Weltspitze, das muss man auch klar so sagen. Wir waren immer so zwischen Platz 8 und 10, würde ich sagen. Also bei uns ist die Einerverfolgung, das ist 3000 Meter alleine, das macht aber halt, also daran kann man schon sehen, wer auch für einen Vierer gut ist. Und da bin ich dann neuen deutschen Rekord gefahren, ich glaube gleich bei der WM nach Rio, und da war es dann schon so, oh krass, es tut sich was, also ich werde besser. Dann kamen noch andere Leute auf die Bahn, auch von der Straße auch, die richtig gut waren. Dadurch ist der Vierer auch richtig gut geworden von uns. Und vor allem jetzt auch im März, Anfang März, haben wir bei unserer Heim-WM die Bronzemedaille geholt. Und da hat man sich dann schon gedacht, boah krass, wir sind vorne dabei. Wir wurden noch nie so krass angefeuert. Das kennt man normalerweise nur aus Großbritannien oder so, weil die da halt auch Radsport verrückt sind. Aber es war mega cool, klar, vor Heimpublikum, vor Freunden und Familie zu fahren und dann noch Bronze zu gewinnen, war mega, ja.